Der 21-jährige Kunststudent Josiah Thomas präsentierte am 8. Juli seine Ausstellung Untitled im Bennohaus in Münster. Mein Name ist Josiah Thomas. Ich bin 21 Jahre alt und seit einem Jahr an der Kunstakademie Münster. Wann war seine erste Begegnung mit der Kunst? Ich bin generell viel mit Kunst aufgewachsen, weil meine Mutter und insbesondere meine Großeltern immer dafür gesorgt haben, dass ich mich künstlerisch ausdrücken kann. Sei es mit Leinwänden oder mit Papier oder generell mit Wasserfarben oder so. Und ich dadurch einfach immer einen Bezug zu Kunst hatte, beziehungsweise einen Bezug dazu, mich irgendwie auszudrücken oder meine Gefühle auszudrücken. Wie ist sein Prozess, wenn er aus einem Gefühl herausmalt? Der Prozess ist generell immer sehr wild, weil ich nicht anfange zu malen, ohne mindestens 3 oder 4 Leinwände zu haben. Und ich dadurch auch dann anfange, zum Beispiel mit Spachtel, Händen, Pinseln oder Schwämmen halt einfach Farbe aufzutragen, egal welche Farbe, egal was mir gerade einfach in den Sinn kommt. Und danach dann die Leinwände trocknen und ich dann anfange, immer mehr Detail reinzubringen und ich dementsprechend dann verschiedene Emotionen oder verschiedene Phasen von mir auf verschiedene Leinwände auftrage. Also ich einfach ein Gefühl habe und dann daraus einfach male, sondern das ist so ganz unterschiedlich passiert in der Vorgehensweise. Warum ziehen sich so viele Selbstporträts durch seine Werke? Ich habe mein allererstes Bild auf der Leinwand gemalt, indem ich mein Gesicht mit gelber Farbe angemalt habe und das auf die Leinwand gedrückt habe. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es dann angefangen, dass ich einfach angefangen habe, mich selbst immer zu malen, weil ich hatte ja diesen Abdruck, wo ich halt genau wusste, wie ich eigentlich aussehe. Es war ein bisschen platt gedrückt, aber es war trotzdem ich. Und dann habe ich 2019 angefangen, wirklich richtig Gesichter zu malen oder halt insbesondere immer mich zu malen, meine Merkmale, meine Dreads und so weiter, meine Ohrringe, meine Narben. Und dadurch ist halt einfach immer dieses Selbstporträt zustande gekommen. Und davon habe ich mich jetzt letzte Zeit ein bisschen gelöst. Aber es kommt auch bestimmt davon, dass mein Opa sich halt auch selbst viel malt und ich damit halt aufgewachsen bin mit seiner Kunst. Inwiefern hilft ihm die Kunst, mit Emotionen umzugehen und sie zu verarbeiten? Ja, die Kunst hilft mir eigentlich bei allem. Also wenn es mir schlecht geht, nicht, wenn mir langweilig ist, nicht, wenn es mir gut geht. Wenn ich muss, wenn ich irgendwie nichts zu tun habe, male ich. Also es ist wirklich einfach das Atelier, was ich habe am Haberkamp oder am Leonardo Campus, hilft mir einfach wirklich über den Tag hinweg oder über den Wochen hinweg. Und auch mich mit Leuten zu connecten über meine Kunst oder einfach generell über Kunst zu reden, hilft einfach bei voll vielen Situationen und einfach ist so ein großer Lebensbestandteil von mir geworden in den letzten 2, 3 Jahren, weil das so mehr als ein Hobby geworden ist, wirklich. Und ja, die hilft eigentlich bei jedem Lebensfeld oder bei jedem Problem von mir. Was steckt hinter dem Konzept dieser Ausstellung? Ich habe bei der Ausstellung extra darauf geachtet, verschiedene Stile oder verschiedene Timelines von mir halt zu nehmen, in denen ich gemalt habe. Ich habe Reptilien dabei, ich habe Selbstporträts dabei, ich habe nicht Selbstporträts dabei, ich habe ein Bild von einer ganz anderen Person dabei und ich habe viele Glasarbeiten noch dabei. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich verschiedene Medien halt bearbeite, wie zum Beispiel auch Radierung, also auf Papier. Dann habe ich Arbeiten auf Holz, Arbeiten auf Glas und 2, 3 Arbeiten auf Leinwand. Und damit wollte ich halt so die Diversität meiner Bilder zeigen in der Ausstellung. Auch wenn es nur wenig Bilder sind, habe ich aber auch trotzdem versucht, so viele Medien wie möglich zu behandeln bei der Ausstellung. Was hat der Kunststudent für seine Zukunft geplant? Weiterhin zu malen und aktiv zu sein, hoffentlich mehr Ausstellungen zu haben und einfach mehr Erfahrung zu sammeln, mich individuell in meiner Kunst weiterzuentwickeln und auch größere Formate zu malen als bis jetzt, weil ich jetzt in letzter Zeit viel kleine Formate gemalt habe. Und generell das Studium halt erfolgreich abzuschließen an der Akademie und viel zu reisen und meine Kunst auch mitzunehmen, wäre cool. Das ist was, was ich mir für die Zukunft wünsche. Also ich werde hier für 2 Monate hängen, vom 8.7. bis zum 8.9. Und in der Zeit können sich alle meine Bilder angucken im Bennohaus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Leute sich melden würden, wenn irgendwie Interesse hätten oder irgendwie Fragen hätten zu meinen Bildern, weil ich gerne auch darüber rede. Er möchte sich weiterhin verbessern, neue Untergründe wie auch Techniken ausprobieren, um immer etwas Neues mit reinzubringen.